Ja, wir haben eben beschlossen, einen ganz kleinen Baustein zur Förderung von Grundstücken durch Darlehen, sodass wir hoffen können jetzt, dass einige Investoren, private Investoren in Düsseldorf zukünftig etwas an geförderten Wohnraum produzieren. Im Moment schaffen wir noch nicht mal 180 Wohneinheiten im Jahr. Das wollen wir ändern. Wir Grünen sind allerdings der Auffassung, dass hier mehr zu tun wäre. Wir möchten gerne, dass die Investoren, die große Grundstücke bekommen, mindestens ein Drittel von diesen Grundstücken geförderten Wohnraum produzieren müssen. CDU und FDP wollen das nicht. Sie halten das für Dirigismus, Sozialismus und ich weiß nicht was alles. Ist natürlich Mumpitz. Andere Städte in Deutschland machen das, auch ohne dass sie sozialistisch sein wollen. Das konnten wir heute nun nicht erreichen, aber dieser kleine Baustein ist jetzt erst einmal geschafft. Und dann hoffen wir, dass die weiteren Debatten etwas Sinnvolles noch produzieren.